Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Secret of Evermore, wo wir uns jetzt am Rande des dunklen Waldes befinden. Ja, in jedem großen Rollenspiel muss es einen dunklen Wald geben, während unser Typ ein bisschen gelangweilt ist von dem Ganzen. Ja, ich kann es verstehen. Aber gleich wird uns nicht mehr ganz langweilig, denn gleich gehen wir in den dunklen, dunklen Wald und werden mal schauen, was wir dort alles so Tolles an Sachen finden. Ja, dann lasst uns auch anfangen. Ja, wie gesehen, es ist ein dunkler Wald und es gibt Spinnen im dunklen Wald, natürlich. Sonst wäre es auch kein dunkler Wald ohne Spinnen. Ne? Also, ganz ehrlich, hier schon mal einen dunklen Wald gesehen, in dem es keine Spinnen gibt. So. Ach, daneben geworfen. Mist. Nein. So, 100 Goldmünzen ist ja nicht schlecht. So, gehen wir mal weiter. Und was wir gleich sehen werden in diesem dunklen Wald ist, man kann sich hier sehr gut verlaufen. Es gibt einen Weg durch, der relativ kompliziert ist. Aber es gibt einen Trick, wie man da durchkommt, den ich ziehe jetzt aber nicht jetzt, sondern ich werde jetzt erstmal was ganz anderes versuchen. Nämlich eine Stelle im Wald zu finden, die nicht ausgeschildert ist im Gegensatz zum richtigen Weg, wo es ein kleines Geheimnis gibt, das man vielleicht nicht immer sieht. Und das mache ich an meinen Let's Plays immer gerne, Sachen, die man sonst vielleicht nicht immer sieht. Hier gibt es schon ein Hinweisschild, nicht weitergehen. Das ist für mich erst recht ein Grund weiterzugehen, wenn es echt extra ein Hinweisschild gibt, nicht weiterzugehen. Oder? Gibt das keinen Sinn? So, herkommen bitte. Dankeschön. So. Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten weiter. Habe ich einen Drachen getroffen? Das ist ein Mini-Drachen, ist ja kein. Ich würde das ja nicht als ausgewachsenen Drachen bezeichnen. Chris erreicht Level 28. Gut. Jo, ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal wieder nach links. Und nach unten. Nein, das Spiel ist noch nicht tot. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter nach unten. Jo, jetzt geht's ja hier nur nach rechts weiter. Dann gehen wir doch mal hin. Campen Sie an den schönen Ufern des Blutflusses. Okay. Gut gemacht. Komm wieder her. Du Mistvieh. Ach. Oder auch nicht. So. Ich glaube, jetzt gehen wir mal wieder nach links, oder? Das wäre doch eine gute Abwechslung. Nachdem wir jetzt ganz nach unten gelaufen sind, gehen wir jetzt mal wieder nach links. Oh, ist wieder ein Schild. Leichentanz! Täglich! 22 bis 24 Uhr. Aber wir sind gleich da. Glaube ich, wenn ich den richtigen Weg gehe. So. Ich glaube, jetzt muss ich nochmal nach unten. Ah, wieso überlebst du das? Voll unhöflich, so. Ich glaube, es lohnt sich nicht mehr aufzuladen. So, hi! Sag mal, entweder bist du total bescheuert oder sehr mutig. Ist total gefährlich hier. Sorry, aber das hier ist eine Sackgasse. Sie führt wirklich ins Nichts. Hör zu.
Weil du gerade hier bist, werde ich dir eine Formel verraten. Sie heißt Frischzellen. Setze sie ein, bevor du alle Kraftpunkte verlierst. Du wirst dann deine alte Stärke wiedererlangen. Nicht schlecht, oder? Ja, hier kriegen wir einen besonderen Heilzauber gewissermaßen. Ein Vorteil an Frischzellen im Vergleich zu... Also ich mache den Säurestrom mal wieder raus, weil ich mag den nicht so. Der Vorteil von Frischzellen im Vergleich zum Krafthauch ist, dass der wirklich unsere gesamte Lebensenergie auffüllt. Für die Formel benötigst du eine Feder und eine Wurzel. Möchtest du Zutaten kaufen? Ich habe da welche dabei. Ja. Aber das ist mir alles so teuer hier. 300 für die Pilze. Alter, die Waldfee. Ich kaufe dir mal noch ein bisschen Öl ab. So. Und ein bisschen Eisenerz. Weil ich gerade einen guten Tag habe. So. Aber die Federn kannst du behalten. Die Pilze auch. Gut. Ja, wie wir sehen, haben wir hier tatsächlich noch eine Formel gefunden, nämlich die Frischzellenformel. Ich kann dir ja mal einem Hund demonstrieren, der da gerade so komplett angeschlagen neben mir rumsteht. Ach, das kann ich nur auf mich anwenden. Entschuldigung, mein Fehler. Aber weil ich jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss, ist, glaube ich, hier mal ein guter Zeitpunkt, nochmal die Flügel zu demonstrieren. Weil das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg sehen wir, den richtigen Weg sieht man etwas anderem. Wenn ich mal eure Aufmerksamkeit auf den Vordergrund des Bildes lenken darf. Also wir sehen ja im Hintergrund laufen wir jetzt hier lang, aber im Vordergrund sind ja so Bäume. Und im Vordergrund ist auch, zum Beispiel jetzt hier, da in der Gegend, hier in der Nähe, ist so eine Eule oder was auch immer das sein soll. Ich würde das jetzt mal als Eule bezeichnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch als Eule zählen sollte eigentlich. Jedenfalls, ob man auf dem richtigen Weg ist, sieht man hier immer daran, dass noch diese Eule im Bild ist. Wenn man auf falschen Weg ist oder in irgendeine Sackgasse läuft, dann sind die nicht dabei. Deswegen geht man immer, wenn man irgendwo hingeht, guckt man, ah, oh, ist hier irgendwo eine Eule auf dem Bild? Hier ist immer noch eine Eule aus dem Bild. Aber bisher hatten wir auch keine besonders großen Optionen, wo wir hätten langlaufen sollen. Jetzt gehe ich mal nach links. Hier ist, da ist auch eine Eule. Komm her, Drache. Da. Da. Assi. So, Spinne. So, gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Wir sind immer noch auf dem richtigen Weg, natürlich. Was wir an den Eulen unschwer erkennen können. Du hast genug Nektar. Ah, das ist doch schön. Junge, reicht Level 27. Schön. So, hier haben wir tatsächlich wieder eine Option, wo wir lang gehen. Ich gehe mal nach rechts und guck mal, ob da eine Eule ist. Hier ist eine Eule. Hier nach links oder nach unten? Ich würde sagen nach unten. Na, schauen wir mal. Nein! Daneben. Und hier ist auch keine Eule im Bild, von daher ist hier falsch. Dann kehren wir gleich mal wieder um. Da sind ja diese Viecher. Und zwei davon. Ja, nee, ist klar. Ah. So, dann gehen wir hier mal nach links. Da. Ja, nee. So, hier ist wieder ein Schild. Aber vielleicht reihen sich die Gegner ja mal netterweise auf. Ne. Meuchelhausen, 5 Kilometer. Oh, das klingt nach einem vertrauensseligen Ort. Wer wollte nicht schon immer mal nach Meuchelhausen gehen?
Scheint, muss ich für die Spinnen doch ein bisschen höher aufladen. Na gut. Hier ist immer noch eine Eule. Ich gehe mal zuerst nach unten. Der Hund riecht was. Wurzel gefunden, na gut. Da ist auch eine Eule. Hast du hier einen Drache? So, komm her. Nach. Ernsthaft. Hier, nimm eine Lanze. Gibt's geschenkt. Werden sie von einer Lanze getroffen, es gibt die zweite, gibt's geschenkt. So. Links oder rechts? Ich würde mal rechts versuchen. Nee, sieht nicht so aus. Ja, das sieht jetzt besser aus. Ja, aber wie ihr seht, die Reise durch den Wald ist lang. Wir haben jetzt hier schon einen Teil der Strecke hinter uns gebracht, aber auch nur einen Teil. So. Hier ist auch eine Eule. Gut. Da auch. Aua. So. Da, Drache. Gut gemacht. Nein. Wieso bist du nochmal auf einmal weggegangen? Mistvieh. Komm her. Oh, mach der Hund dich fertig. Na gut, das nehme ich auch. Hundert Goldmünzen gefunden. Sehr schön. Hast du wieder ein Schild? Ja, lass mich in Ruhe. So. Fast geschafft, okay. Also wir sind fast in Meuchelhausen angekommen. So, ich versuche es erstmal unten. Ja, hier ist auch eine Eule. Okay, jetzt nach rechts. Das sind doch keine Eulen, das sind irgendwelche Viecher. Niemand überquert die Brücke der Morphkopierer, Zwilling. Jedenfalls nicht, ohne sein Leben zu verlieren. Was? Du bist meinem Speer ausgewichen. Gemeiner Zwilling. Jetzt gehst du gar nicht hier durch die Enge. Aber der Hund macht dich fertig. Finde ich gut. So. Hund. Schnapp ihn dir. Ach. Junge, was war das denn wieder? Das war nix. So. Das erste Mal haben wir mich umgebracht. Ich komme schon wieder. Mann, Mann, Mann. Mich kriegt man einfach nicht tot, habe ich den Eindruck. Aua. Gut. Ich habe ihn abgelenkt mit dem Speerwurf. Hast du genau gesehen, ne? Ey. Fuck, von Karton haben. Gut, kann ich jetzt mal Frischzellen demonstrieren? Wo ist es denn? Da, Frischzellen. Es heilt uns und
und auch ganz vollständig, aber es heilt halt nur uns. Der Hund hat da nichts davon, den müsste ich noch mit Krafthauch heilen oder irgendwas anderem. Und Leveln bringt bei diesem Zauber halt nichts. Wir heilen uns einmal voll, schon auf Stufe 0. Ah, komm ich schon wieder. Sag mal, Nitro, aua. Das tut weh, Mann. Lass den Scheiß. Können wir darüber reden. So. Ich glaube, ich gebe uns mal einen Krafthauch. So, Mann, wie stehst du denn eigentlich auf Lanzen? Was hältst du davon? Oder Hadesgranaten? Hier, nimm doch mal welche. Naja, gut, das war jetzt nicht so gut. Lanzen? Na gut. Ich nehm's. Excalibur erhalten. Jo, damit haben wir ein neues Schwert gefunden. Das Problem ist aber, hier in diesem Wald gibt es diese ganzen fliegenden Drachen und die mit dem Schwert zu treffen ist kompliziert. Deswegen bleibe ich bei dem Bronzespeer. Auch wenn tendenziell Schwertwaffen interessant sind, weil man manchmal mit den aufgeladenen Angriffen zweimal treffen kann. Und nicht nur einmal schafft man mit den Speeren, schafft man das nur, wenn man ausweicht, wenn man im richtigen Moment angegriffen wird. Huch, ein Junge. Hallo? Wow! Ich habe den Kampf beobachtet. Du bist voll stark, Mann. Du bist viel stärker als ein anderes Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja. Waldbrücke. Auf Wiedersehen. Ja, das war unser Besuch in Meuchelhausen. Sehr freundliche Nachbarschaft hier, habe ich gehört. Die suchen bestimmt noch nach neuen Einwohnern in Meuchelhausen. Bin ich mir ganz schön sicher. Huch. Nein. So, aber eigentlich wollte ich die Folge tatsächlich beenden. Hier in Meuchelhausen. Ich wollte hier gerade nur... Der Bildschirm war irgendwie ein bisschen früher vorbei, als ich dachte. Deswegen war ich gerade noch am Nachdenken, was ich sagen wollte. Und dann war auf einmal das Bild weg. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Egal. So, wie es jetzt hier im Wald weiter aussieht, ob wir schon ein großes Stück geschafft haben und wo es noch was gibt und ob es noch vielleicht irgendwelche weiteren Secrets in diesem Wald gibt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis dann. Tschüss.